Mein Name ist Dolle Müller. Ich bin Physiotherapeutin hier im Yoho seit 20 Jahren und ich bin besonders für die Beckenbodengymnastik hier im Krankenhaus verantwortlich. Der Beckenboden hat im wahrsten Sinne des Wortes eine tragende Funktion bei allen Verrichtungen im täglichen Leben, beim Heben, beim Tragen, bei allen sportlichen Betätigungen. Der Beckenboden sorgt dafür, dass die Menschen kontinent bleiben, dass also nichts unten rausfällt, wenn wir das nicht wollen. Nach einer Schwangerschaft sollte man tatsächlich bedenken, dass die Rückbildung des Körpers genauso lange dauert, wie die Schwangerschaft gedauert hat. Und sollte nicht sagen, jetzt war ich 10-mal bei der Rückbildungsgymnastik, jetzt muss ich nichts mehr machen. Man sollte das wirklich täglich machen. 5 bis 10 Minuten wären ausreichend. Nach Operationen, nach Problemoperationen, also Senkungsbeschwerden und so weiter, bleibt es nicht aus, dass man letztendlich lebenslänglich seine Übungen machen muss. Aber es ist nicht so, dass das ein reines Frauenproblem ist. Männer haben ganz genauso diese Probleme mit Senkungsbeschwerden, mit Darmproblemen. Meistens sind es bei Männern dann Darmprobleme. Aber eben auch nach Prostataoperationen kann es bei Männern zu Problemen kommen. Also der Beckenboden ist der Bereich zwischen dem Schambein, das ist der harte Knochen hier vorne, und dem Steißbein, das ist der harte Knochen ganz unten am Kreuzbein. Wir fangen mal an mit den Übungen. Wir beginnen mit der Bauchatmung. Die Bauchatmung geht so, dass Sie die Beine leicht anstellen, die Hände gemütlich auf den Bauch packen und tief durch die Nase einatmen. Dabei hebt sich die Bauchdecke. Und bei der Ausatmung durch die Lippen, hörbar, senkt sie sich wieder. Das machen Sie ein paar Mal hintereinander. Die Bauchatmung wird auch Zwerchfellatmung genannt, weil das Zwerchfell mitmacht. Das Zwerchfell ist unser großer Ausatemmuskel im Körper, der Ausatemmuskel. Das Zwerchfell liegt ungefähr hier im Oberbauch und ist verantwortlich für die intensive Ausatmung. Und die intensive Ausatmung ist das, was Sie eben gemacht haben. Bei der intensiven Ausatmung nämlich wölbt sich das Zwerchfell kuppelförmig in den Brustkorb hinein und drückt dabei die Luft aus den Lungen raus. Es kommt zur Ausatmung. Gleichzeitig entsteht ein Unterdruck im Bauch, der dafür sorgt, dass der Beckenboden mit angespannt wird. Ob Sie es wollen oder nicht und ob Sie es merken oder nicht. Das heißt, die intensive Ausatmung aktiviert den Beckenboden schon mit. Deswegen ist die Atmung für die Beckenbodengymnastik auch ganz wichtig. Dazu muss man noch sagen, alle Beckenbodenübungen sind in jeder Ausgangsstellung machbar. Das heißt, es ist egal, ob Sie sitzen, stehen oder liegen. Sie dürfen die meinetwegen sogar auf dem Kopf stehend mit Füßen wackelnd machen. Die anderen Übungen, die aktiven Beckenbodenübungen, machen wir anhand von Bildern. Das heißt, ich sage Ihnen nicht, spannen Sie mal Ihren Beckenboden an, da wissen Sie erstmal gar nicht, was Sie tun sollen. Sie wissen nicht, wie stark Sie anspannen sollen, Sie wissen nicht, wo Sie anspannen sollen. Die erste aktive Beckenbodenübung ist die Zäpfchenübung. Dazu stellen Sie sich vor, dass Sie vor Ihrem Scheideneingang ein Zäpfchen liegen haben. Dieses Zäpfchen nehmen Sie auf und saugen das langsam in die Scheide hinein. Sie dürfen gleich mitmachen. Saugen das langsam hinein, wenn Sie oben angekommen sind. Halten Sie es fest und immer noch fest und immer noch fest und lassen es dann ganz, ganz langsam wieder herausgleiten. Die nächste Übung ist die Quallenübung. Die Quallenübung soll funktionieren, wie eine Qualle durchs Wasser schwimmt. Eine Qualle hat ja so einen großen Schirm, der sich in rhythmischen, gleichmäßigen Bewegungen schließt und wieder öffnet. Sie sollen versuchen, die Bewegung, die ich mit der Hand mache, auf die Muskulatur des Beckenbodens zu übertragen. Der Unterschied zur Übung eben ist folgender. Das Zäpfchen haben wir reingezogen, gehalten, 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 selber Weg wieder raus, die Übung ist beendet. Die Qualle, Unterschied sehen Sie, fängt genauso an, macht aber keine Pause, sondern sofort ohne Druck lösen und wieder hereinziehen. Jetzt haben wir 2 langsame Übungen gemacht. Diese langsamen Übungen sind für den Anteil der Beckenbodenmuskeln, der den ganzen Tag Haltearbeit leistet. Kein Mensch denkt von früh bis abend an seinen Beckenboden und trotzdem ist er aktiv und trotzdem fällt im Normalfall nichts raus.
Wir haben da unten aber auch Muskeln, die ganz plötzlich ganz fest zumachen müssen. Wenn man niest, hustet, lacht oder hüpft, kann man nicht erst lange überlegen, oh Gott, was mache ich, sondern dann muss zack zu sein. Und zwar so zu, dass kein einziger Tropfen mehr rausgeht. Und diese schnellen Muskeln kräftigen wir mit schnellen Übungen. Eine von den schnellen Übungen ist die Blinzelübung, die oder bei der Sie sich vorstellen, dass Sie ein Auge auf Ihre Scheide gemalt haben und dieses Auge soll jedes Mal dann blinzeln, wenn Ihre Augen blinzeln. Nur ganz kurz, der Unterschied ist jetzt blinzeln, blinzeln, blinzeln. Das ist was ganz anderes als reinziehen. Es macht nur der äußerste Teil des Beckenbodens, tut jetzt was. Die letzte Übung für heute heißt Kirschkernübung. Dabei sollen Sie sich vorstellen, dass Sie auf einem Häuflein Kirschkerne sitzen. Und diese Kirschkerne sollen Sie einzeln mit der Scheide aufpicken. Ungefähr dieses Tempo. Picken, picken und picken. Das ist ein Zwischending zwischen diesem langsamen Hochziehen und dem Zwinkern. Nun probieren Sie es mal. Picken das auf. Picken. Sie können zur Unterstützung Pick sagen. Wir hatten ja gelernt, das Zwerchfell ist mit dem Beckenboden verbunden. Bei den Buchstaben P, T und K, P, T, K, kommt viel Luft raus. Das heißt, da tut das Zwerchfell was. Mhm. Wir können das gerade mal ausprobieren. Sie legen mal Ihre Hand auf das Zwerchfell. Das ist in diesem Rippenbogen. Und sagen mal ein paar Mal hintereinander gut aussprechen, pick. 3, 4. Pick, pick, pick. Sie haben gemerkt und man hat es auch gesehen, unter der Hand tut sich was. Das ist das Zwerchfell. So, jetzt habe ich gesagt, oder haben wir schon festgestellt, jedes Mal, wenn das Zwerchfell was tut, tut der Beckenboden auch was. Das heißt, wir können jetzt zur Unterstützung, wenn Sie gerade Ihre Kirschkerne aufpicken, noch pick sagen. Ne? Jedes Mal, wenn Sie Pick sagen, picken Sie einen Kirschkern auf. Oder jedes Mal, wenn Sie einen Kirschkern aufpicken, sagen Sie dazu Pick. Es erwartet niemand von Ihnen, dass Sie an der Bushaltestelle stehen und Pick, Pick, Pick schreien. Aber es kann eine Unterstützung für Sie sein. Das heißt, zu Hause im stillen Kämmerlein kann man das gern auch mit den Buchstaben machen. Die Übungen sind sehr, sehr einfach im Alltag zu integrieren, weil man sie von außen nicht sieht. Sie sind sowohl in jeder Ausgangsstellung machbar, als auch heimlich. Man sieht von außen nicht, ob sie ihren Beckenboden anspannen oder nicht. Ich empfehle meinen Patienten immer, dass sie die Übung zum Beispiel jedes Mal machen können, wenn sie an eine rote Ampel kommen. In der Zeit steht man eh nur rum und weiß nicht, was man machen soll. Kann man Beckenbodenübungen machen. Oder jedes Mal, wenn man in der Kassenschlange steht. Oder wenn man an einer Bushaltestelle sitzt. Immer, wenn man irgendwo nicht beschäftigt ist, kann man diese Übung gut ins Leben integrieren. Und dann weiß man auch, man muss die abends dann nicht noch machen, wenn man eigentlich eher vorhat, was ganz anderes zu tun.